Das sieht ja gar nicht mal so übel aus. Hier, Aschenputtel, zieh die an. Die machen dich noch trashiger. Aber ich will nicht trashig sein. Ich will ein tolles Modenschauvideo. Genau, hässlich. Und sing falsch. Tu's einfach. Er hat viel mehr Erfahrung als wir. Ich mach das hier nur, weil ich beim Finale gewinnen will. Und ich die große Modenschau. Armselige Kleider. Überall juckt es. Und diese Kleider werden der Jury wirklich gefallen? Es wird sie aufrütteln. Das trifft sie wie ein Schicksalsschlag. Also gut. Hier kommen eure Instrumente und die Mikrofone für euren Auftritt hin. Und hier zieht ihr eine ganze Wand voller Müll hoch. Und der darf ordentlich stinken. Und hier platzieren wir ein riesiges Haarknäuel. Mit wessen Haaren? Das ist doch vollkommen egal. Du kannst dich beruhigen. Das hier ist ein tolles Mittel. Probier's. Also lasst euch von schlechtem Geschmack leiten und ihr seid auf der Siegerstraße. Kunst ist manchmal schwer zu verstehen. Wer glaubt denn echt, dass der Kerl ein Genie ist? Seht euch doch mal an, sogar unsere perfekte Oberzicke sieht aus wie eine Vogelscheuche. Willst du damit sagen, ich sei hässlich? Damit will ich sagen, normalerweise bist du hübsch. Wir sollten besser proben. Und denkt bitte daran, spielt grauenvoll. 1, 2, 3! Wir sind unterirdisch. Aber das ist doch was Positives. Vielleicht für Lockhart, aber nicht für mich. Ich sehe aus wie der Star der Penner. Aber du wirst sehen, wenn wir in dem Bühnenbild auftreten. Dann wird es noch schlimmer. Das ist dann auch positiv. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Laberkopf es schafft, euch so schnell euren Verstand verlieren zu lassen. Hässlich bleibt hässlich, Ende. Da hat er nicht Unrecht. Ich werde eine tolle Designerin, denn hässlich ist unkonventionell. Volltreffer. Wenn ich das Finale nicht gewinne, dann zeige ich ihm, was wirklich hässlich ist. Hey, one and two, take a walk in my shoes.